In diesem Sinne, herzlich willkommen zum zweiten Vlog vom Trainingslager auf Mallorca. Heute haben wir Rest Day. Schau dir mal das Wetter an. Das Beste für den Rest Day, nicht das Beste zum Radfahren, nicht schlimm, aber auch nicht top. Weitere Pancakes und dann schauen wir mal, was das Tag auch so bringt. Video muss ich auf jeden Fall schneiden. So, der Rest Day ist eigentlich schon wieder vorüber. Also ich habe Video geschnitten, Dehnen und Stabi gemacht, dann bin ich noch eine Runde spazieren gegangen, habe dann noch das erste Radrennen von der Rundfahrt von Étoile de Bézée dieses Jahr angeschaut und dann, ja. GoPro, Beer Hero. Mit diesem schlechten Wetter begrüße ich euch zum ersten Tag im zweiten Block. Ich habe gut geschlafen, heute will ich Klaus einen fetten Test fahren. Müssen wir mal schauen, wie das wird. Das Wetter, habt ihr gesehen, ist im Moment noch nicht gut. Auch auf Mallorca gibt es Bad Days, aber es soll später eigentlich besser werden. Ich mache jetzt wieder mein Dehnprogramm und dann sehen wir mal. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit auf meine Morgenroutine. Also ich habe jetzt noch einen Kaffee gemacht für mich und Klaus. Eigentlich trinke ich keinen Filterkaffee, aber irgendwann muss man nochmal seine Gewohnheiten ändern. Zum Frühstück gibt es jetzt wahrscheinlich irgendwas mit Haferflocken und ein bisschen Müsli dazu mit Milch und eventuell noch ein, zwei Nutella-Brot, das werde ich dann entscheiden. Ich habe mich mal kurz entschieden, ich haue mir heute mal gefrorene Beeren ins Porridge mit rein. Also meistens läuft es eh mal ab, dass ich das Frühstück vorbereite, weil Klaus noch schläft. Aber ist nicht schlimm, deswegen machen wir das jetzt mal. So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Das lassen wir uns schmecken. Wir haben noch eine Avocado gemacht, Toast, bisschen Nutella und Klaus ist auch schon arrived. Wetter ist immer noch nicht besser geworden. Wir sind gerade am überlegen, was wir jetzt machen mit Klamotten, etc. Was ist gerade 12 Grad. Und später sollen es schon 20 werden, aber erst in 5 Stunden. Und da sind wir wahrscheinlich noch unterwegs. Deswegen ist es gerade eher die Frage, was wir an Klamotten anziehen. So, ich habe mir jetzt entschieden, ich ziehe mir jetzt mal einen Gabba an. Und dann schauen wir mal, wie das heute nochmal im Wetter wird. Abfahrt ist es. Ein bisschen wärmer wird, aber warm ist immer noch nicht. Aber heute haben wir wieder Gegenwind, wie immer, ne? Sonne ist rausgekommen. Vielleicht war es im Dunkeln, gab aber nicht die beste Idee. Man kann nicht immer gewinnen, ne? I'm headstrong, I don't wanna wake up with a doubt that I show them everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty, I'm a cop, I'm say I'm crap. Up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, up now. And I ain't never gonna touch down, touch down. Alter, ich hab komplett überhitzt. Viel zu warm angezogen. Amateurfehler. Normale Leute ziehen sich am Berg an, wenn sie die Abfahrt fahren, ziehen sie jetzt auch an. Ich bin so überhitzt. Oh. Danke Bro für deinen Kaffee. Die Konkurrenz wieder getroffen. Schon nice, dass man solche Leute treffen kann. Leider haben sie nicht viel mit uns geredet. Könnt ihr mal in das Video kommentieren, wie sie ja nichts gesagt hat. Auf jeden Fall geht es jetzt heim. Wir haben einen guten 2,5 und jetzt fahren wir noch so knappe 2 heim und dann reicht es schon. Jetzt haben wir doch noch einen Durstanfall bekommen. Jetzt wird erstmal was getrunken. So, der Klaus fährt jetzt schon heim. Ich fahre jetzt woanders noch lang, um die Zeit voll zu machen. Ich bin jetzt an der Küste angekommen. Nicht mehr weit nach Hause. Läuft gut, ja, heute. Aber heute bin ich ganz schön hart gefahren. Ich hoffe, morgen machen wir ein bisschen ruhiger. Ja, Leute, wir haben es zurückgeschafft. Ich habe jetzt noch einen 30 Schnitt rausgeholt, aber die Aussicht war auf jeden Fall ja. Machen wir jetzt einen Shake und dann gehe ich duschen. Durfte Klaus mal an den Herd. Hat Reis gekocht, let's go. Ich freue mich schon drauf. Let's go. Herzlich willkommen zu Tag 2 im zweiten Block. Ich mache jetzt wie immer mein Dehnprogramm und dann wieder Frühstück. Heute habe ich richtig scheiße geschlafen, bin 100-mal aufgewacht, bin richtig müde. Ich weiß nicht, wie sich das Training auswirkt, aber es wird heute richtig hart.
So, Wetter ist besser geworden, ist aufgezogen wie gestern. Heute denke ich, wird nice, auch wenn ich mich nicht so gut fühle wegen dem Schlaf, aber ist egal. Klaus macht natürlich noch die Hausarbeit und dann werden wir auch schon attackieren. So, heute das erste Mal kurzbeinig bei circa 15 Grad mit Ostern, aber heute sind es 22 Grad werden. Genau, auch ein bisschen Sonnencreme dran gemacht und ich würde sagen, wir attackieren jetzt einfach mal. So, wir haben jetzt mal eine Luftpumpe gefunden, weil wir keine dabei haben. Danke, Klaus. Gerne. Jetzt geht's Training los. Jo, wir treffen jetzt Klaus, den Teamkollegen Eduard. Viel Spaß, Leon treffen wir jetzt. Herr Traktor ist warm. Nächster Tag, nächster Coffee Stop. Endlich mal kurz. Ja, Leon ist jetzt abgebogen. Wir machen uns jetzt langsam auf den Heimweg. Haben noch so gute 2 Stunden vor uns. Wir fahren dann am wunderschönen Rander vorbei. Zurück am Meer, Training gleich geschafft. Ich muss sagen, ich bin ganz schön gut bedient. Ich brauche jetzt das wieder überwunden. Ja, bei Klaus läuft es wieder besser. Ja, finally back home. So Leute, heute gibt es Reis mit Pesto und Cola dazu. Ich schaue, dass ich Etoile de Bezège nachschaue. Klaus meinte, er muss noch 200 fahren. Mal schauen, wie weit er kommt. 200 voll gemacht. Schon hart, aber muss immer sein. Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zum dritten Tag im zweiten Block. Heute stehen für mich Berge an, viele Berge. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wird auf jeden Fall eine harte Angelegenheit. Ich dehne mich jetzt erstmal wieder und dann gibt es wieder Frühstück wie immer. Also, ich bin jetzt abfahrtsfertig. Wieder kurzbeinig bei dem schönen Nebel und viel Wind ist auf jeden Fall wieder draußen. Klaus ist jetzt auch schon aufgestanden. Wie lange fährst du heute? Ja, ich würde schauen, so 3-4 Stunden, weil ich gestern ziemlich grau war. 200 voll gemacht, hätte nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen auf meine Beine hat. Ja, schauen wir mal, ob ich das heute durchziehen kann. Ab geht die wilde Fahrt heute. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich heute überhaupt ankomme. Alter, es ist hart. Der Gegenwind, ich komme kaum vorwärts, 25 km/h. Also heute ist echt ein harter Tag. Allein hin schon zu kommen, ist schon so hart. Wie gesagt, ich glaube, ich fahre ein Stück kürzer. Das Problem ist, hier kannst du nicht abkürzen auf der Runde. Jetzt zum Anstieg vom ersten kategorisierten Climb des Tages zu leer. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal Kopfhörer reingeklatscht. Weil allein ist echt räudig. Aber naja, mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe schnell Flaschen aufgefüllt, dachte mir so, da ich eh schon schwer genug bin, habe ich eine Fanta mitgenommen. Ja, jetzt bin ich im Putsch. Mal schauen, wie lange ich hier hoch brauche. Dann entscheide ich, ob der Verlobbar noch angezielt wird. Auf jeden Fall ziehe ich heute einen richtig guten Putsch hoch. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Aber hart ist es. Putsch, erklommen. Boah, ich glaube, mein neuer Rekord hier hoch. Da bin ich zu auf der Kette. Erklomm. Alter. Jetzt schaue ich, also sag mal Luft drauf, ich glaube ich nicht mehr. Vielleicht noch hoch, aber mehr nicht. Ziemlich jetzt an. Sehr schnell was und dann fahre ich weiter, aber ist schon kalt. Ich fahre jetzt hoch bis zum Kolleg Grau. Reis, sorry. Ich bin grau, meinte ich. Kolde Reis, Kolde Grau, whatever. Ich fahre jetzt einfach nur noch zurück. Vielleicht halte ich mir mal eine Tankstelle an bei oben und dann fahre ich einfach nur nach Hause, weil das ist jetzt.
Ich habe jetzt noch kurz an der Tankstelle irgendwo oben am Berg angehalten. Flaschen aufgefüllt und Snickers geholt. So, ich bin jetzt fast an der Küste angekommen. Ich fahre jetzt nach Popla, Schau mal, wie viel ich habe. Und entscheide dann, ob ich heimfahre oder nicht. Gleich ist der Tag vom Restday geschafft. Ich habe jetzt schon 5,5. Ich fahre jetzt noch 1 Kilometer. Dann habe ich 160. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so gut vorankomme. Ich bin auch irgendwie weniger grau als gestern, ich habe nur Hunger. Aber ansonsten passt es eigentlich voll. Wir gehen jetzt wieder einkaufen zum zweiten Mal jetzt erst eigentlich. Einkauf Nummer dos. Schreibt mal wieder in die Kommentare, wie viel es gekostet hat. Letztens waren welche knapp dran. Letztens hat es 260 Euro gekostet. Wie viel hat es heute gekostet? Es tut auf jeden Fall auch schon wieder weh. Tomorrow is rest day, deswegen sind wir schon wieder zum KFC gegangen. Klaus hat wieder gegönnt. Ja, Mann. Ich habe zum Beispiel heute auch schon wieder 5.500 Kalorien verbrannt, deswegen geht es glaube ich in Ordnung. Guten Morgen Leute, willkommen zum Rest Day. Ich habe mir jetzt schnell meine Wäsche gemacht. Die haben wir dann in die Waschmaschine. Jetzt gibt es dann einfach noch Frühstück und dann muss ich mal schauen, was ich noch mache. Bisschen dehnen, das Video schneiden. Genau, auf jeden Fall was ist jetzt wieder vom zweiten Vlog-Blog. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ob es einen dritten, vierten gibt, weiß ich noch nicht. Bock habe ich schon. Ist immer wieder anstrengend. Aber für euch mache ich das gerne. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob es weitergehen soll oder nicht. Dann mache ich das weiter. Also dann.